Mithilfe von Consensus.app finden wir erste Antworten auf vor allem medizinische Fragestellungen. Startpunkt dafür ist eine einfache, auf Englisch formulierte Frage, auf die wir eine Antwort haben wollen. In jeder Kachel wird als Ergebnis ein Zitat aus dem jeweiligen Paper angegeben, welches mit der Kachel verknüpft ist. Diese Zitate geben eine Antwort auf die gestellte Frage. Durch einen Klick auf die Kachel bekommen wir den Abstract sowie den Link zum Volltext. Die Datenbasis von Consensus ist Semantic Scholar. Über den Schalter Synthesize können wir uns eine Zusammenfassung der gefundenen Ergebnisse anzeigen lassen. Diese wird sowohl als Text als auch als Grafik dargestellt. Bei diesem Feature handelt es sich um eine Beta-Version, diese kann Fehler enthalten. Über den Button mit den drei Strichen erhalten wir einen zusätzlichen Filter. Nun können wir nach den Ergebnissen filtern, die positiv, negativ oder neutral auf die Frage antworten. In den einzelnen Kacheln bekommen wir außerdem einen Hinweis auf den Studientyp. Hier werden beispielsweise Randomized Controlled Trials oder Systematic Reviews gelabelt. Diese Zuordnung erfolgt ebenfalls über künstliche Intelligenz und ist nicht immer exakt.